Ich habe vor kurzem Burger gemacht und da habe ich diese Buns selber gemacht und da hatte ich noch zwei eingefroren. Und heute habe ich die aufgetaut und habe mir nochmal einen Burger gemacht. Da habe ich oben und unten Ketchup und Mayo in vegan reingemacht. Dann eine Scheibe Boxhornkäse, Rucola, Tomate, Essiggurke. Und dann habe ich noch so Frikadellenburger gemacht, so Patties aus so einer Trockenmischung. Und die habe ich angebraten und ja, ist jetzt hier drinnen. Und das ist jetzt der Burger. Und letztes Mal war es mir ein bisschen zu viel, weil ich da Kartoffelwürfel dazu gegessen hatte. Und es war mir ein bisschen zu viel Essen. Und deshalb habe ich mir heute nur den Burger gemacht. Und es reicht erstmal. Und dann schaue ich weiter, ob ich noch Hunger habe. Und hier habe ich einfach noch ein bisschen Rucola zum Dazusnacken. Und ein Zitronenwasser. Ich hatte noch zwei Wraps übrig und da habe ich mir jetzt Erdnussbutter, Himbeerkonfitüre und Banane reingemacht und habe das übereinander geklappt und im Grill nochmal gegrillt und habe dann noch die restliche Banane drauf gegeben und das esse ich zum Gestern habe ich Frühstück. mir einen grünen Smoothie gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das irgendwie, die grüne Farbe. Und ja, heute habe ich mir nochmal so einen ähnlichen gemacht, weil ich ihn gestern so lecker fand. Wahrscheinlich braucht mein Körper gerade diese Nährstoffe, die da drin sind. Sonst würde ich wahrscheinlich mich nicht hingezogen fühlen dazu. Und ich habe heute reingemacht wieder Limettensaft, Ananas Kokossaft, Wasser, dann so TK-Spinat, eine Banane, Limettensaft, Leinsamen und Chiasamen hatte ich noch von Chia Pudding übrig. Die habe ich gestern trocken reingemacht und heute waren sie schon eingeweicht. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Und die habe ich einfach noch dazu gegeben, damit sie aufgebraucht sind und weil sie eben eh dazu passen. Und dann habe ich das Ganze wieder schön cremig gemixt oder der Mixer hat es gemixt. Ich habe ihn eingeschaltet und fertig ist der grüne Smoothie. Es ist schon spät, aber ich wollte euch kurz noch mein Essen zeigen. Ich habe mir hier Mini-Karotten einfach draufgelegt und hier hatte ich noch Kartoffeln, die habe ich in Scheiben geschnitten und habe sie erwärmt und Paprika-Hummus mir reingegeben und gesalzen und das werde ich jetzt einfach so snacken und irgendwie freue ich mich voll auch darauf. Und hier habe ich Marzipankekse gebacken. Das sind einfach so Marzipan-Cookies und ja, vielleicht esse ich den auch noch. Falls ich aber satt bin, werde ich den einfach wieder in den Kühlschrank geben. Einfach mal Ich habe gucken. heute nur gefrühstückt und habe mir jetzt noch Essen gemacht, weil ich jetzt echt schon Hunger habe. Und ich habe mir eine Süßkartoffel im Ofen gebacken, die habe ich ganz ohne Öl und alles einfach gebacken. Habe hier noch ein übriges Brötchen mit so einem Aufstrich veganem Paprika-Frischkäse-Aufstrich, bisschen Gurke, bisschen Essiggurke und ein bisschen Räuchertofu. Und das werde ich jetzt essen. Ich habe mir gerade einen Reis warm gemacht, das war so ein fertiger, und Salat dazu gegeben. Den hatte ich auch schon ausgewaschen bzw. kleiner geschnitten und habe ihn noch ausgewaschen und klein geschnitten. Und ein bisschen mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Agavensirup und Kräuter der Provence gewürzt. Und hier habe ich mir vegane Cevapcici angebraten, das erste Mal. Ich habe die noch nie probiert. Mit Tomatenketchup und Mayo. In vegan. Ich habe gerade das erste Mal einen veganen Tassenkuchen ausprobiert zu machen. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier am Rand, weil er in der Mikrowelle war und das vorher so flüssig war. Aber Hauptsache ist, dass es schmeckt. Und das probiere ich jetzt mal. Und hier habe ich dann noch Erdnussmus drauf gegeben. Heute gibt es bei mir ein Erdnussbutter-Himbeerkonfitüren-Sandwich mit Apfel und dazu einen Ich habe mir Kaffee. heute eine Gnocchi-Pfanne gemacht. Da habe ich Protein-Gnocchis genommen. Da sind sehr viele Kartoffeln drin und Kichererbsenmehl. Und habe Zwiebel, Zucchini, Tomaten und veganes Hack angebraten und habe die Gnocchi dazu gegeben. Habe dann noch mit Paprika Edelsüß und Chili-Gewürz gewürzt und Salz und Pfeffer. Und das war's schon. Ich hatte noch Chilis in Kanne eingefroren und habe da gestern schon eine halbe Portion davon gegessen. Und heute gibt es den Rest und habe mir Basmati-Jasmin-Reis gekocht, habe Rucola dazu gegeben und das kurz erwärmt. Und das gibt es jetzt. Ich habe mir heute Rucola-Salat gemacht mit Tomaten, gegrillter Aubergine und Gyrosstreifen.
habe ich angebraten und dann habe ich noch ein Honigsenfdressing gemacht mit Agavensirup, damit es vegan ist. Und das war's schon. Ich habe heute Skier gemacht mit Apfelmus und Walnüssen. Ein Dinkelvollkornbrot mit Hummus. Das ist so Sesam-Ingwer-Richtung und veganer Salami und Tomaten und ein Kaffee. Ich habe mir gerade was zu Mittagessen gemacht und habe mir wieder mein Dinkel-Roggenbrot getoastet, habe Hummus draufgegeben, eine Scheibe veganer Käse und Rucola. Dann habe ich Räuchertofu in der Pfanne angebraten und habe Frühlingszwiebel und Tomaten drunter gemischt. Und dann habe ich es gewürzt mit Paprika Edelsüß. Heute ein bisschen mehr mal ausprobiert. Chilisalz, Salz und Pfeffer. Und habe dann oben noch die Avocado drüber gegeben, die ich noch da hatte. Und Chilisalz und Salz. Und ja, das ist jetzt so die Kombi. Finde ich immer mega lecker. Und hier habe ich mir ein Minzwasser gemacht. Einfach Wasser mit Minze. Bei mir gibt es jetzt Toasts mit veganer Margarine und veganem Käse, Salz und Pfeffer. Und hier habe ich eine vegane Linsencreme ausprobiert. Das erste Mal und die ist mega lecker. Und hier habe ich Tomaten zum Snacken. Und was ich momentan auch gern trinke, ist, ich habe einen Kaffee gemacht. Und habe Pumpkin Spice Sirup reingemacht. Das ist auch für mich das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Und ich finde es gerade sehr lecker, mal das auszuprobieren. Es ist ein bisschen dunkel, weil ich die Rouletten runter habe, weil es so heiß ist. Und ich habe mir heute einfach Kartoffeln auf ein Blech gegeben, die ich noch da hatte. Und ohne Öl einfach mit Paprika, Edelsüße und Salz in den Ofen geschoben und zu 40 Minuten gebacken. Und vegane Mayo und veganer Ketchup dazu. Und nochmal gesalzen und das esse ich jetzt, weil ich heute einfach nur Kartoffeln will. Ich habe mir gerade eine neue Kombi gemacht, hatte ich so noch nie, da freue ich mich jetzt voll drauf. Ich habe vorher Reis gekocht, das habe ich angebraten. Und dann habe ich noch Kürbis im Ofen gebacken und habe es jetzt mit Salz und Pfeffer gewürzt und das esse ich jetzt. Ich habe heute meine ersten Dinkeldampfnudeln gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich allgemein noch nie welche gemacht habe. Und habe eine kalte Vanillesoße gemacht und Mohn gekauft und besorgt. Und ja, ich bin gespannt, wie sie geworden sind. So, das erste Fazit. Also sie sind unten ein bisschen angebrannt. Das habe ich mir aber eh schon gedacht, dass das beim ersten Mal passiert. Weil so gut wie nie irgendwas perfekt ist. Und damit muss man leben, oder ich zumindest in meinem Leben. Aber ich hoffe, sie schmecken trotzdem und ich probiere sie jetzt mal. Ich habe einen Sojajoghurt hier reingemacht mit Leinsamen, Pauferflocken, Cashews, Agavensirup und Erdnussmus und die Himbeeren noch und das esse ich jetzt. Ich habe mir heute wieder eine Bowl gemacht, bestehend aus Rucola, Feta-Käse vegan mit Kräutern, Tomaten und dann habe ich mir Dinkelnudeln gekocht und mit fertiger Tomatensauce, Bio und vegan vermischt und habe das nochmal erwärmt und ja, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich habe mir gestern einen veganen Hefezopf gebacken und hatte da schon länger richtig Lust drauf und gestern habe ich es mal gemacht. Habe ich noch nicht so oft gebacken und jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt, aber ich freue mich auf alle Fälle sehr drauf. Ich habe mir heute zum Frühstück mal so ein Sandwich gemacht, da habe ich reingemacht einen Tomaten-Basilikum-Aufstrich, vegane Salami und veganer Käse. Und hier habe ich noch veganen Hefezopf und das habe ich dann im Grill gegrillt und das probiere ich heute mal aus. Ich habe mir heute Milchreis gemacht mit Kokosmilch und Wasser und ein bisschen Salz und Agavensirup. Und den habe ich mir jetzt reingemacht und habe Zimt drauf gegeben und Kokosjoghurt hatte ich noch ein bisschen da, das passt perfekt. Und gestern war ich spazieren ziemlich spät und dann stand da so ein Korb mit so richtig schönen Äpfeln, die verschenkt wurden. Und da stand dort, dass man sie mitnehmen darf. Und da habe ich mir zwei mitgenommen. Und die sind echt schön und sehen richtig gut aus und gesund. Und ich habe mich sehr gefreut über das Geschenk und bin gespannt, wie es schmeckt. Ich habe wieder etwas Neues ausprobiert. Und zwar habe ich mir Vollkornbrot getoastet, habe Hummus draufgegeben. Das ist so Ingwer-Karotten-Hummus. Und habe Aubergine gegrillt und die drauf gegeben. Und hier habe ich noch Karotten, Tomaten und Feige. Und das mit der Aubergine, das wollte ich mal ausprobieren. Das habe ich jetzt noch nie gemacht, finde ich aber eine sehr gute Idee. Heute habe ich mir Salat gemacht mit Oliven, Tomaten und Joghurtdressing in vegan. Dann habe ich Tempeh angebraten und drüber gegeben. Und Ofenkartoffeln und Karotten.
Die habe ich mit Paprika Edelsüß, Olivenöl und Salz gewürzt. Ich habe mir heute einen richtigen Herbstsalat gemacht mit so einer Salatmischung und noch ein bisschen Pflücksalat. Dann habe ich eine Orange reingeschnitten, Walnüsse, ein bisschen Ofengemüse war noch da, das habe ich noch mal mit reingegeben. Dann hatte ich noch die veganen Fischstäbchen übrig, die habe ich mir angebraten. Und als Dressing Olivenöl, Zitronensaft, ein bisschen Orangensaft von der Orange, die ich aufgeschnitten hatte, Salz und Pfeffer. Und habe ein bisschen Sesam drüber gestreut und ich glaube, das war's schon.